Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. So, da geht's auch schon wieder los mit der 10-Euro-Überraschungsshow. Das ist der Startschuss zur absolut einzigartigen Schnäppchenjagd. Denn wir haben jeden einzelnen Artikel in den kommenden knapp 30 Minuten auf gerade mal 10 Euro für Sie herunterreduziert. Und Sie dürfen sogar gerne, und das ist die zweite gute Nachricht am heutigen Abend, bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Also legen Sie die Fernbedienung aus der Hand, schauen sich das ganze Spektakel mal an. Jetzt wissen wir beide natürlich überhaupt nicht, was kommt, aber unsere beiden Hübschesten der Firma wissen es natürlich. Das sind Diana und Monika und die holen wir jetzt gerne mal dazu. Ja, ja, wir rufen Sie beide. Sie dürfen alles bis zu 5-mal bestellen und es ist eine Überraschungssendung. Schau mal, wir haben viele. Du bist ja kaum zu sehen. Ja, jetzt habe ich euch ein Kompliment gemacht und kriege auch noch einen drüber dafür. Oh. Ja. Ja. Das sieht aus wie eine tolle Lampe. Oh ja. Und wir müssten ja auch schon Strom haben. Oh ja. So. Wir haben eine zusammenklappbare LED-Schreibtischlampe. Und eine Neuheit dazu und dann jetzt schon in der 10-Euro-Überraschungsshow. Oh, die machen ein schönes Licht. Aber wirklich sehr schönes Licht. Die sind auch in der Höhe verstellbar. Ja, cool. Die ist in der Höhe verstellbar, die kannst du im Winkel verstellen. Ja, klar. Und zusammenklappen. Cool. So kannst du drehen noch ein bisschen. Das ist auch cool. Und zusammenklappen. Das ist was Neues bei uns. Ich habe noch nie gesehen. Ich habe die auch noch nie gesehen. Flammneu und jetzt schon in der 10-Euro-Show. Das ist cool. Guck mal, zusammengeklappt, wie flach die ist. Die kannst du wirklich überall hin mitnehmen. Du kannst ja mitnehmen, ja? Ist ja super. Cool. Ja. Und richtig stabil noch dabei. Also so eine Tischlampe, die wirklich gut funktioniert, ist Mangelware. Es gibt so viel Schrott auf dem Markt. Ja, das ist Tischlampe. Aber die hier ist richtig toll. Schauen Sie mal, in der Länge können Sie die verstellen. Hier im Winkel natürlich. Mhm. Und man kann sie sogar noch ein bisschen drehen hier. Die kannst du rauf, runter, die kannst du rechts, links, die kannst du in alle Richtungen. Sieht richtig gut aus dabei. Sehr und hier macht man sie an und aus. Ja. Wie wird die denn mit Strom befeuert? Lass mich mal eben gucken. Das ist ein normaler Netzstecker. Mhm. Ne? Jawohl. Ja, ja. Also kein USB, nix. Passt also ganz normal in jede handelsübliche Steckdose, hat Gummifüße drunter, damit du nichts verkratzt. Und wirklich eine sehr schöne Lichtfarbe, wie ich persönlich finde. Natürlich jetzt hier gerade für so einen PC, für einen Schreibtisch, für einen Nachttisch, finde ich die auch mal sehr schön. Ja. Ja. Und wir haben auch schon einige Kundenstimmen dazu. Wir haben die Lampe als Nachttischlampe eingesetzt, optimal wegen des Teleskopauszugs. So kann die nach Situation, so kann je nach Situation das Licht angepasst werden. Und die Gisela aus Berlin schreibt uns dazu, diese Lampe ist überall einsetzbar, am Computer oder im Keller. Ja. So hell, Wahnsinn. Bei Lesen gut. Auch zum Beispiel für Frauen, weil wir machen selbst unsere Nägel. Ja. Ich nutze auch eine Tischlampe, aber die ist nicht so, also die sind groß. Und hier, ich kann immer zu mitnehmen, ja, beim Lesen auch, bei Arbeit. Zum Beispiel für Männer, wenn ihr repariert ihr Uhr zum Beispiel, ja, oder ich weiß nicht, was macht ihr normalerweise? Also die Tischlampe ist beim Nagel schon super. Ja. 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 Ich hab gesagt, Männer. Ja. So, NX7848 und die 569. NX7848 und die 569. Zumindest die Farbe warmweiß. Ich finde so ein richtig schönes, gemütliches Licht, finde ich. Trotzdem hell genug, ne? Sehr hell, ja. Ich bin gerade sprachlos. Die Nachttischlampe auch gut. Aber ja, sehr schön. Nachttischlampe für die Tastatur. Für Kinder auch, wenn sie machen, sie schreiben was oder malen auch. Sehr, sehr gut. Ja, für 10 gerade Euro, überall, wo man Licht gut, braucht, oder? Und das eben ausreichend dann auch hier, die Lampe spendet also ausreichend Licht für alle Gelegenheiten. Man kann die, wie gesagt, einstellen, wie man will. Und die sieht super elegant aus hier mit diesen beiden Chrom Füßen, wo dann die Lampe festgemacht ist, steht super stabil auf dem Tisch und man kann die wirklich sehr, sehr einfach verstellen, wie man will. Ich finde diese Teleskoparme sehr schön. Ja. Sieht sehr stylisch aus. Sehr, sehr stylisch. Für 10 Euro? Für 10 Euro ist kein Preisalarm, Mensch. Die darfst du da 5 mal. Also für einen Nachttisch kannst du gleich 2 davon bestellen. Ist ja kein Preisalarm. Eine ganz, ganz tolle Lampe hier. Sieht sehr stylisch aus. Sehr stylisch. Sehr schön. Schöne Lichtfarbe, schön stylisch, lässt sich super einstellen für 10 Euro. Ein absoluter Knaller. Ja? Die NX7848, die 569, mit 3 Watt Gesamtleistung. Das Schöne ist ja gerade auch so eine LED-Lampe, die braucht ja auch nichts. Ja? Also gerade bei 3 Watt trotzdem super hell, braucht nicht allzu viel Strom, so gut wie gar nichts und sieht einfach nur fantastisch aus. Kann man wirklich sehr, sehr schön machen hier. Toll. Eine Neuheit und das gerade mal. Jetzt schon in der 10-Euro-Überraschungsshow, das ist Spitzenklasse, aber genau so werden wir weitermachen, denn ich behaupte mal, die meisten von unseren Kunden, die gerne mal bei der 5- und bei der 10-Euro-Show reinschauen, finden immer mal ihr Schnäppchen.
Ja? Ja, Sie können übrigens jederzeit anrufen. Wir haben eine gebührenfreie Telefonnummer. Wenn Sie etwas sehen, sofort anrufen. Sie können dann, wir sammeln nämlich alle Ihre Bestellungen über den ganzen Tag und Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Sehr, sehr praktisch. Guck mal, vielen Dank, liebe eine Moni. Große Kiste. Eine große Kiste. Oh ja, mittelschwer. Und was ist da drin? Gespannt. Oh, ja. Warte mal, Moni, ein bisschen geduld. Eine Tasche. Ein Kühltaschenrucksack. Ein Kühltaschenrucksack. Der ist cool. Ich habe noch einen. Du hättest auch einen bekommen. Ich freue mich über diese andere Mädchen, wie immer. Story of my life. Also es ist einmal natürlich ein schicker, schicker Rucksack hier. Oh, ich habe schon hier was. Aber er hat noch, jetzt ist noch ein Kühltaschenrucksack. Das heißt, hier bleiben Getränke länger kalt. Sehr, sehr wichtig, was gerade im Sommer. Ich nehme das in deiner rechten Hand. Wir sind, nein, wir sind schon mal. Sehr freundlich. Aber nett, dass du mich dann fragst, was ich dir noch haben möchte. Aber das ist, weißt du, für was jetzt, das ist gut, sehr cool. Für Einkaufen. Zum Beispiel jetzt, wir gehen einkaufen. Ich weiß nicht, aber viele Menschen jetzt kaufen Eiscreme. Ich habe Lust immer auf Eiscreme oder auch Getränke. Und guck mal, wie gut ist das auch mit Pedelec oder mit Scooter. Ja, du brauchst gar keinen Platz mehr. Stimmt. Guck mal, wie cool. Ja. Sieht sehr elegant aus. Oder auch für eine Fahrradtour. Ich meine, die Getränke bleiben kühler. Wenn man sich vielleicht eine Melone geschnitten hat, dann bleibt die auch schon knackig kalt. Oder für Picknick. Am See. Ja. Zum Spazieren gehen, wenn man eine Wanderung macht. Ja? Sehr elegant. Oder auf dem Fahrrad, eben Motorrad, überall kann man die mitnehmen hier. Sehr schön. Lena aus Rohrbach schreibt, wir verwenden diese Kühlrucksäcke bei jeder Autofahrt, um Getränke kühl zu halten. Auch auf kurzen Wanderungen habe ich sie gerne mit. Im Sommer geben wir zusätzlich 2 oder 3 Kühlakkus in die Rucksäcke, dann bleibt alles sehr lange kühl. Stimmt, gute Idee. Das kann man ja auch jederzeit machen, aber die halten ja sowieso schon sehr, sehr kühl hier. Also diese das, was schon kühl ist, bleibt natürlich auch kühl. Wenn du möchtest, kannst du ja gerne noch 1 oder 2 Kühlakkus dazu packen. Dann verlängerst du natürlich jetzt hier die Leistung auch noch. Da passt richtig was rein hier. Wow. 13 Liter passen da rein. Das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. 13 Liter Limonade. Und der sieht auch sehr stabil aus und robust. Absolut. Wie viel Liter, schwarz. Ich liebe das. Wie viel das Liter hat eine Kiste Kaltgetränke? Kommt drauf an. 24 durch 3, 8 Liter. Passt da rein. Ja. Unglaublich. Ja. Können Sie überall hin mitnehmen. Hält Getränke kühl. NC1299569 ist die Bestellnummer. Da würde ich auch gleich mehrere von bestellen. Ist ja kein Preisalarm. 10 Euro ist ein Wahnsinnspreis dafür. Für einen normalen Rucksack wäre 10 Euro schon gut. Hier hat er noch diese zusätzliche Kühlfunktion. Ach, guck mal hier auch, wenn man mal so eine Melone mitnimmt. Ne? Wenn du gewandert bist und dann hast du so eine warme, matschige Melone, das ist kein Spaß. Schmeckt auch nicht. Und auch eine Apfelschnecke kühlt besser. Ja, alles schmeckt besser gekühlt, gerade im Sommer. Gerade wenn man mal unterwegs ist. Den kann man ja wirklich ganz problemlos überall hin mitnehmen. Ist super weich gepolstert, trägt sich sehr angenehm. Die Schulterriemen, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, sind auch gepolstert. Der ist richtig gut gemacht, der Rucksack. In der Länge verstellbar, also für 10 Euro, Spitzenklasse. Ja. Da kann man vielleicht auch mal einen zweiten oder einen dritten bestellen. Ja. Da, glaube ich, kann man einen mal für die Schule gebrauchen, mal fürs Einkaufen, für die Wanderung, für alles Mögliche. Gehen ja viele wandern mit dem Sommer jetzt. Ja, na klar. Weil hier bleiben im Land. Wir haben schöne Sachen zu sehen hier. Dankeschön. In Gebirgen. Oh, Monika hat gesagt, das ist etwas für mich. Ja. Das ist ein faltbarer Spazierstock. Jana wird bei 30 und dann brauchen wir das auch schon. Sehr gut. So, da halten wir uns lieber raus, Carsten, und sagen nichts dazu. Was denn los hier? Oh, hast du das gesehen? Wahnsinn. Guck mal. Das war so, da. Moment. So? Jetzt Achtung. Wo sind Sie? Gucken Sie. Durch die Deckung gehen? Ich warte. Die 3. Kamera 2 bitte. Ja, hier. Ist das nicht genial? Boah. Das war Zauberei. Cool. Also, das ist ein richtig stabiler Gehstock, ne? Der sich ganz klein zusammenfalten lässt. Auch noch höhenverstellbar sehe ich. Stimmt. Brauchst du? Achtung, jetzt pass auf. Also ein richtig toller Gehstock, den kann man hier eben ganz einfach zusammenfalten. Zeigen. Okay. Und jetzt guck mal, ich halte jetzt nur den Griff fest hier. Vorsicht, Achtung. Ja, Achtung. Okay. Jetzt versucht Carsten nochmal. Komm, jetzt. Aber bei mir war das Beste jetzt. Also ich mach's ehrlich zu sein, ne? Was? Bei dir war es nichts.
Schon. Achtung, ich mach's noch einmal. Was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Ich zeige dir noch einmal. Ja. Aber ich habe gerade gesehen, den kann man noch in der Höhe verstellen. Guck also der mal. Ist nicht nur auf eine Höhe noch festgelegt. Mal. Jetzt pass auf, Achtung. Seid ihr bereit? Ja. Wow. Ja. Sehr gut. Der war gut. Der war sehr gut sogar. Wir haben gesagt, ich bin die Beste. Ja. Aber es ist auch cool, dass man den eben in der Höhe auch das noch verstellen kann. Weil manche Gehstöcke lassen sich nicht verstellen. Der hier passt wirklich für alle Größen. Und gerade wenn man mal so elegant durch die Stadt joggen will oder durch die Stadt walken will, dann ist das natürlich super, so einen Stock dabei zu haben, der sich eben auch noch so klein zusammenfalten lässt. Hier sehen wir nochmal zusammengefaltet. Ja. 10 Euro nur. Der nimmt ja wirklich A keinen Platz weg und B hat ja unten auch noch eine gummierte Spitze. Das heißt, der ist schön rutschfest und ein echter edler Holzgriff. Der Griff liegt sehr gut in der Hand, denn der Stock ist sehr leicht, schreibt mit der Elias aus Emmering. Und super tolles Teil, sagt der Rolf aus Neustadt, dass man bei Bedarf einfach in einer Tasche verschwinden lassen kann. Ja, und das ist es für, ja. Ne? Für 10 Euro, belastbar bis 115 Kilo, der Rest aus eloxiertem Aluminium. Mhm. Also eine super Qualität, für 10 Euro, ich bitte Sie. Und sehr leicht auch. Ne? Ja, absolut. Ich finde dieses Prinzip so toll, dass du ihn einfach so super, rauswerfen oder? Kannst und schon ist er zusammengebaut. Zack. Und dann hält er. Ja. Wir machen weiter. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, Preisalarm, das bedeutet, hier hat sich ein Produkt in die Sendung geschlichen. Bitte schön. Was normalerweise viel mehr kostet. Aber wir haben jetzt ein geringes Kontingent. Deswegen dürfen Sie bestellt davon. Deswegen dürfen Sie den einmal pro Besteller. Nur einmal pro Besteller bestellen. Jetzt haben wir, möchtest du? Das ist für Monika. Ach so. Für mich Laptop. Für Monika. Ach so. Schau mal hier, ich glaube aber jetzt, Moment. Das ist also auf jeden Fall eine Laptop, eine Tablet-Halterung. Jetzt muss ich mal gucken, wie das gemacht wird. So, ach so, einfach. Ah, Moni, das ist für dich. Rausziehen. So. Das kannst du daran machen, genau. Ja, ja. Jetzt pass auf. So. Ui. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie. Ach so, so ist er zum. Jetzt kommt der. Jetzt kommen wir der Sache näher. So, zack. Und zack. Einrasten. So, und ich mache Platz am Tisch. Füßchen getrennt. Ach, das geht auch noch. Hier. Das Ganze. So, Moment, ja. Das ist ein Wandhalter und Tischständer für iPads und Tablet-PCs bis 12,9 Zoll. So, jetzt geht, geht also hier tatsächlich von 7 bis 12 Zoll und das kann man hinstellen oder an die Wand machen. Zack. So. Das ist natürlich super. Ne? Gerade auf so einem Tablet guckt man ja gerne mal einen Film oder guckt sich ein Video an oder macht so in der Küche. Ich habe immer mein Rezept auf so einem Tablet, aber das liegt dann immer irgendwo zwischen dem Mehl oder zwischen dem ganzen Essen. Hier kann man das natürlich super irgendwo hinstellen oder hinhängen. Das finde ich eben auch praktisch, dass man es an die Wand machen kann. Da das finde ich, ehrlich gesagt sehr cool. Und guck mal, die Wandhalterung, da kannst du es dann einfach rausziehen und dann als Ständer benutzen. Ich habe mich schon gefragt, was ist das denn? Ich glaube, ich brauche heute eine Weile, oder? Ja. Das ist eine Wandhalterung. Ich bin die Wand. Du bist die Wand. Ich habe jetzt hier meinen tollen Ständer und wenn ich es an die Wand hängen will, stecke ich es da einfach rein und schon kann ich es hier in alle Richtungen verstellen und drehen, wie ich will. Eine gute Wand, oder? Und dann kann ich es wieder rausnehmen und habe wieder diesen tollen Ständer hier. Sehen Sie das? Und dann kann ich hier mir das Tablet so drehen und stellen, wie ich will, dass ich es am besten sehen kann. Ob ich jetzt einen Film sehen will oder mal was nachlesen will und beide Hände frei haben will, super praktisch. Wir schauen mal auf Pearl.de, was der normalerweise kostet. Und da sehen wir, dass wir heute fast die Hälfte runtergenommen haben hier. Ja, für nur 20 Euro. Also so eine Tablet-Halterung braucht man immer, wenn man ein Tablet hat oder auch mal ein E-Book beispielsweise. Da kennen Sie das Problem auch. Sie möchten ganz gerne mal ein bisschen was lesen, aber von mir aus dabei mal ein Stück Kuchen essen. Oder möchten ganz einfach beide Hände frei haben, wenn Sie was anderes zu tun haben. Wenn Sie von mir aus ein Tutorial auf dem Tablet gucken, wie auch immer Sie das machen möchten. Da braucht man einen vernünftigen und stabilen Standfuß. Und den hat man jetzt hier, entweder zum Aufstellen auf dem Tisch. Und Sie haben gesehen, dass man das Ganze in verschiedenen Winkeln einstellen kann. Oder natürlich, und das finde ich unglaublich praktisch, ganz einfach an die Halterung an der Wand. Könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, müsste man mal ausprobieren, ob es vom Winkel her reicht, wenn du so ein Bett irgendwo an der Wand hast. Ah ja. Also Art, ja, so für den Abend, wenn du auf dem Tablet nochmal so eine Serie oder sowas gucken möchtest, finde ich das großartig. Gute Idee. Oder in die Küche, ja, beim Kochen. Ja. Ich suche immer einen Platz für mein Handy oder mein iPad, weil ich liebe das Kochen und Movies gucken oder einfach Rezept. Also das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Und 10 Euro, der kostet nur 10 Euro. Sie haben es gesehen, normal ist der Superpreis hierfür schon bei 20 Euro sehr gut. Wir haben es heute im Preisalarm für Sie, aber nur für die nächsten 2 Stunden für nur 10 Euro. Sehr, sehr leicht und das lässt sich auch leicht transportieren. Passt auch mal in eine Laptop-Tasche, würde ich sagen. Und super robust und solide gebaut hier, alles aus Aluminium. Ja. Fantastisches Produkt. Sieht doch stylisch aus.
Sieht dazu super jetzt so stylisch die coole, aus. Die coole Nachttischlampe, die wir am Anfang hatten, jetzt noch daneben. Ja, ne? Cool. Coole Ausstattung. Alles zusammen. Ja, also perfekt. Sehr schön sogar. Außergewöhnlich schön. Dann kann man mit seinem Stock da hingehen und das angucken. Ja. Alle Produkte bei uns passen irgendwie zusammen. Ich erkenne einen, was Kaltes zu trinken dabei. Ich erkenne, ja genau, und ich erkenne, wenn der Weg etwas länger dauert. Ich erkenne den roten Faden in dieser Sendung gerade. Oh, toll. Was ist das? Ja. Oh, Kerzen. Das sind Kerzen, und zwar ein Dreier-Set. Dimmbare LED-Kerzen mit Timer und Fernbedienung. Das Schöne ist, die haben also nicht nur die klassische Kerzenfarbe. Die sind bunt, das heißt, du kannst die in verschiedenen Farben einstellen, wenn du das möchtest. Kannst sie natürlich auch in der Kerzenfarbe leuchten lassen. Entweder als Dauerleuchten oder natürlich also auch mit diesem klassischen Flackern, wenn du das möchtest. Und das Schöne ist, wir haben hier ein Dreier-Set, drei verschiedene Größen. Ich habe ein vergleichbares Set zu Hause. Ich finde die sehr schön. In diesen Windlichtern sehen die toll aus. Auch farbig übrigens. Ja, vor allem das mit den Farben ist so toll. Man sieht ja diese Kerzen schon mal ab und zu. Die haben dann diesen echten Flammeneffekt, weil die eben auch aus Natur, mit Naturwachs ummantelt sind hier. Mhm. Das ist richtig elegant hier. Drei verschiedene Größen haben wir hier. Und die Farben, ich kann hier zwischen 12 Farben wählen. Mhm. Ist auch ein Timer dran sogar, ne? Timer ist drin für 4 oder für 8 Stunden, was ich auch mal recht praktisch finde. Wenn du dann abends mal zu Bett gehen möchtest, musst du nicht erst irgendwie hinter das Sofa krabbeln oder irgendwie die Schränke aufmachen, um die Kerzen wieder auszumachen. Machst du ganz einfach einen Timer an, dann sind die nach 4 oder nach 8 Stunden dann automatisch aus. Oder dann eben noch bequemer, und das mache ich bei mir zu Hause ganz gerne mal hier, mit der Fernbedienung eine gewünschte Farbe einstellen. Entweder alle in der gleichen Farbe, du kannst sie aber auch in 3 unterschiedlichen Farben einstellen. Was ich auch mal sehr, sehr peppig finde. Ich hatte mal einen Kamin, der nicht mehr gezogen hat. Da habe ich mir so als Kaminfeuerersatz, habe ich mir so 3 Kerzen hingestellt. Und die mit dem Flackern, das sieht also gerade in so Rot-, Orange-, Gelbtönen, sieht das einfach toll aus. Du kannst ja auch im Wahnsinn. Modus hier, dann wechselt er automatisch die Farben. Guck mal hier, ja. Ganz elegant wechselt er hier. Jetzt haben wir Grün, jetzt geht es ins Grün über. Ist doch super. Vor allem, wenn du mal so ein Kerzenset irgendwo siehst, ich meine, die bekommst du natürlich auch im Einzelhandel, aber da kostet so ein Dreier-Set, gerade wenn du einen LED-Farbwechsel hast mit Fernbedienung und so weiter, mit dem ganzen Drumherum, locker um die 20, 25 Euro. Wenn du es mal dafür kriegst, also das ist schon toll hier. Ich kann mir das schön vorstellen, auch im Badezimmer, wenn man mal ein Bad nimmt. Ne? Dann hat man eben nicht nur das, ich sag mal, langweilige, normale Kerzenlicht, sondern hier dann eben diese bunten Lichter, das macht nochmal eine ganz eigene Atmosphäre. Mhm. Welche Farbe würdest du nehmen im Badezimmer, Diana? Türkis. Türkis. Mhm. Mhm. Finde sehr schön. Ich würde Grün nehmen. Grün? Ja. Das ist im Sommer, es ist so frisch. Ja? Ja, entspannend. Viele, viele Pflanzen. Holen Sie sich die Wellness nach Hause mit unserem bunten Kerzenlicht hier. Dreier-Set für 10 Euro, 3 Kerzen mit Fernbedienung für 10 Euro. Können Sie auch gerne mehrfach zugreifen. Das war nicht der Preisalarm. Nee. Das würde ich auch machen. Also Kerzen, LED-Kerzen kannst du immer gebrauchen. Spätestens dann auch schon wieder zur Weihnachtszeit. Und da wird es damit unter wieder etwas kostspieliger. Sag nicht was Weihnachten. Mittel oder leicht? Ich sage leicht. Okay, gut. Das ist leicht. Das ist leicht. Aber das Gewicht spielt ja keine Rolle. Das ist das selbstschließende Fliegennetz für Türen. Oh, das, wer hatte das Problem mit den Mückenstichen? Das warst du, ne? Ja, ein ganz feines Feuer. Ich habe das gleiche Problem. Hast du gesehen da? Ja. Bitte? Ja, da habe ich einen, Ich habe auf den Füßen habe ich mehrere sogar. Ich gehe jeden Abend auf die Jagd. Witzigerweise habe ich so ein Ding, ich müsste nochmal aufhängen. Ja? Ah, ja. So, jetzt muss ich gucken, wo ist oben? Komm. Wo ist denn oben? Ihr seid beide Wände und ich bin ein Mensch. Achtung. Guck mal hier, so wird das angebracht, ganz leicht. Du bist groß, du bist mit Klebestreifen und Klettern hält das dann automatisch an den Türrahmen. Das ist universell, passt für alle Türen. Und das Tolle ist, dass das selbstschließend ist. Das ist nämlich mit Magneten zusammengehalten. Das heißt, wenn Sie da durchgegangen sind, hier sogar mit so einem Wäschekorb, dann schließt es ganz automatisch wieder hinter Ihnen. Ja. Das ist 100 cm breit und 220 cm hoch. Können Sie sich zurechtschneiden, wie es dann für Ihre Türlänge passt. Und dann kann man mal abends die Tür auflassen, ohne dass diese Quälgeister reinkommen und Sie zerstechen und Ihr Blut aussaugen. Und dann haben Sie Mückenstiche, das braucht kein Mensch. Hiermit, das ist also wirklich kinderleicht anzubringen. Auch kein Preisalarm, falls Sie mehrere Türen haben. Es ist wirklich das beste System, was ich gesehen habe. Es gibt ja noch so Schiebetüren oder Vorhänge, die lassen immer irgendeinen Spalt. Aber hier kann man eben sogar mit so einem
ohne Hände zu benutzen, durchgehen und es schließt wieder automatisch hinter Ihnen. Okay, du bist mir okay. Das ist eine unglaublich praktische Angelegenheit und wir simulieren das jetzt einfach mal am direkten Beispiel. Zwei Wände, ein Mensch und du bist Mucke. Okay. Ich will jetzt auch rein. Also, dabei. Du versuch mit mir gehen, guck mal. Ich versuche auch durchzugehen. Ja, und dann? Aber nein. Und dann, nein, Mücke, weg. Ich komme nicht durch, es ist magnetisch. Ja. Fällt es, bei Ihnen zu Hause fällt das natürlich dann überall, weil es gleichmäßig runterhängt. Aber du, das ist das Prinzip, das ist eben mit Magnet. Warte mal. Ja. Kennen Sie das Gefühl, wenn man froh ist, dass man eine Wand ist? Man ist im Fernsehen und komische Sachen passieren. Aber das ist wirklich genial, oder? Mhm. Es ist wirklich genial. Schauen Sie mal, das sind Magneten und die fallen automatisch wieder zu, wenn man hier durchgegangen ist. Also wenn es an einer Tür hängt, dann passiert das auch, wenn das alles gleichmäßig so hängt. Und hier wird aufgemacht, können Sie sogar mit Wäschekorb durchgehen, wie Sie gesehen haben, und dann zack, fällt es wieder zu. Also einfacher kann man sein Haus nicht vor Mücken und Plagegeistern schützen. Sie merken, die Mücke weiß, wie es geht, aber sie kommt trotzdem nicht durch. Mhm. Ich weiß, wie es geht, aber ich komme nicht durch. Durch dieses engmaschige Netz. Aber es ist vor allem so einfach. Weißt du, du brauchst keinen Handwerker, brauchst nichts zu schrauben, brauchst nichts zu nageln. Einfach machst durch diese Klett dran. Das sind so paar Klettkleber und die passen überall. Wenn sie zu lange schneidest, ist er einfach zu. Praktischer Artikel, wirklich sehr praktisch. Schwarz siehst du nicht. Super praktisch. NC8846 und die 569 ist die Bestellnummer. Wie gesagt, das würde ich also für jede Tür einfach bestellen. Und damit haben Sie dann Ruhe, und zwar ein für alle Mal. Es gibt nichts Schlimmeres, als nachts versuchen einzuschlafen und dann hört man diesen. Die kommen immer, wenn du kurz vorm Einschlafen bist. Ja, und dann ist man wieder wach. Wenn es sein muss, 3 Stunden in Ruhe. Sobald du kurz vorm Einschlafen bist, wenn dieses Kribbeln im Bauch kommt, hörst du dieses Summen im Ohr. Ja, das macht das aggressiv. Ja, das ist alles furchtbar. Fliegen, Mücken, Wespen, alles Mögliche wird draußen gelassen. Ja, Spinnen übrigens auch. Spinnen übrigens auch, ganz genau. Ja. Also Spinnen machen mir nichts, aber es gibt viele Leute, denen richtig. Ich habe auch nichts dagegen, aber ich muss ihn im Schlafzimmer haben. Die essen ja die anderen. Aber die anderen sind ja gar nicht da. Also Spinnen hält es auch. Na, ich weiß nicht, ob die mich nicht im Schlaf anfallen oder so. Bitte schön. Vielen Dank. Willst du mal auspacken, Moni? Leicht oder schwer? Oh, das ist wieder schwer. Was ist das denn? Das ist nochmal eine Tasche. Das ist eine Fahrradtasche, oder? Ja, ich glaube auch. Oh, da muss aber irgendwas drin sein. Da ist eine Fahrradtasche mit was drin? Das ist Kühltasche, glaube ich. Ich hoffe. Getränke. Eine Kühltasche fürs Fahrrad. Wer es nicht auf dem Rücken möchte, der kann sich das ganz einfach ans Fahrrad vorne an den Lenker dran machen. 5 Liter Fassungsvermögen. Rauf aufs Rad und ab ins Grüne. Machen Sie auf Ihrer nächsten Radtour doch einfach ein kleines Picknick, das steht hier. Aber wie wir es eben bei dem Rucksack auch schon hatten, ich meine, so ein Picknick mit lauwarmem Wasser oder mit lauwarmen Getränken. Ja. Oder auch irgendwelchen anderen Snacks oder sowas. Ja, da hast du so einen Schokoriegel oder sowas. Der ist ja dann so halb in dieser ganz halben, furchtbar in der Hitze. Wenn er so geschmolzen ist, schmeckt er nicht mehr. Also dann lieber ordentlich kühl gehalten. Und genau diese Möglichkeit haben Sie jetzt hier. Und wir haben sogar oben noch so ein kleines Fach, ein kleines Hauptfach. Ja. Ein transparentes, man sagt Kartenfach dazu. Ja, da wurden früher Landkarten reingelegt. Ja. Heutzutage legt man da sein Handy rein mit der Navigation. Ne? Ja. Aber das ist natürlich auch super praktisch. Erkennst du diese... Wir sagen ja keinen Namen, aber diese dreieckige Schweizer Schokolade, das ist das Schlimmste, wenn die schmilzt. Und das Papier, das Alupapier sich dann damit reinschmilzt, das wird wieder hart und dann kriegst du es nicht mehr raus. Nee, das kannst du vergessen. Du musst die Schokolade... Die Hast du schon mal auf Alupapier gebissen? Was für Schokolade? Ganz, ganz furchtbar. Zeige ich dir nachher. Ist lecker. Sieht aus wie so ein Berg des Sprenkeln. Ja. Ach so. Diese dreieckige, ne? Sehr lecker übrigens. Also für Schokolade, so aber auch für Getränke. Ja. Wie viele Liter passen da rein? 5. 5 Liter passen hier rein. Ja. Also da passen schon mal ordentlich Getränke rein. Das reicht für eine ganze Radtour. Und Kinder leicht anzubringen hier. Und einfach dann noch mit dem Rucksack von vorher? Ja. Wunderbar. Das ist auch cool für Kinder. Sie gehen zur Schule und sie müssen Lunch geben. Weil mit diesem Papier, du kannst Namen schreiben. Guck mal, siehst du hier. Stimmt. Mhm. Das ist auch cool. Ja, natürlich. Für Lunchpakete, für die Joghurt, Kinder muss Bananen ja auch kalt zum Beispiel, sein. Ja, zum Lunch. Gesundes Essen. Und Schokoriegel. Bleibt alles kühl. Oder Joghurt mit Bananen. Bananenjoghurt, ja.
Der Mirko aus Salzburg hat den Vorteil auch klar erkannt. Ein Must-Have für jeden, der gerne kühle Getränke im heißen Sommer immer und überall dabei haben will. Jetzt reden wir die ganze Zeit von Getränken und von Lebensmitteln. Grundsätzlich kann man natürlich auch damit zum Beispiel mal im Auto oder was Medikamente transportieren. Ja, natürlich. Kommt natürlich auch nochmal oben drauf. Also durchaus praktisch mal so eine kleine Kühltasche zu haben. Auch da kann man zum oder mal einen kleinen Kühlakku dazulegen. Mhm. Aber die hält auch so schon sehr, sehr lange sehr kühl. Das ist die NC7399 und die 569. NC7399 und die 569. Tolle Produkte heute. Ich mag das, dass wir so outdoor-lastig sind. Ja, sehr sind, Sommer, ne? Sehr Sommer und sehr outdoor-lastig. Sehr Sommer, sehr, sehr outdoor-lastig. Ich weiß es schon, was es ist. Ein großer, großer Spaß. Ja. Ja, der ist großartig. Die sind großartig. Warte mal, komm her. So, einmal hier, Moment. Wo geht der an? Hinten im Rücken. Hinten irgendwo. Das ist ein sprechender Plüschpapagei. Hallo Diana, schön, dass du da bist. Oh, hallo Moni, schön, dass du da bist. Das ist so kreativ. Hallo Carsten, du bist ja auch hier. Wer hat das denn gelacht? Also, das ist, der sagt immer genau das in einer Papageienstimme nach, was hallo, sie ihm sagen. Hallo, süßer Papagei. Und dann, schauen Sie mal, wenn wir den auf den Boden stellen, dann läuft der auch noch. Wo ist mein Partner? Das ist mein Bruder, komm zu mir. Stell's mal näher zusammen. Dann wieder hoch. Wo ist mein Bruder? Ich will zu ihm. Also, die können... So, jetzt pass mal auf, wenn die miteinander sprechen, dann wiederholen die sich... Uiuiui. Bitte melde dich. Oh. Ich habe gewonnen. Diana, schnell. Vielleicht haben wir es mit den Brüdern falsch verstanden. Guck mal, jetzt tanzen sie wieder ganz unschuldig. Ja, ja. So. Also, guck mal, der kann noch mal. So. Jetzt hat er... Unsere Papagei. Guten Abend, wir sind in der 10-Euro-Show. Bist du sicher? Oh, süß. Guck mal. Das ist doch so niedlich. Auf jeden Fall, sie mussten mindestens 2 Stück kaufen, oder? Schau dich das an. Jetzt, ach. Gleich geht's wieder los. Können die auch singen? Ich meine schon. Die 10-Euro-Show ist gleich vorbei. Schnell die Bestellnummer. Wo ist die Bestellnummer? Die Bestellung ist die PX2304 und die 569. Glauben Sie, wenn Sie davon ein ganzes Rudel haben, ehrlich? 3 oder 4 Stück davon, das ist ein Riesenspaß, weil sich gegenseitig natürlich dann immer anstrecken. Man muss nur ein Wort sagen und schon legt's los hier. Das war sie wieder, unsere 10-Euro-Show. Ihnen hat sie hoffentlich so viel Spaß gemacht wie uns. Bestellen Sie sich schnell, was Ihnen gefallen hat. Die Preise gelten genau für 2 Stunden.